Das Konzil von Nicea 325 und seine Vorgeschichte verdienen eine ausführliche Betrachtung. Man muss einmal feststellen, es war ein ökumenisches Konzil. Das bedeutet, aus allen Regionen waren christliche Vertreter anwesend. Und dieses Konzil von Nicea hat Dinge geregelt, die bis heute gültig sind. Der erste Punkt, der auch von Kaiser Konstantin eingefordert worden ist für dieses Konzil, zu dem er persönlich eingeladen hat, war die Einheit des Glaubens. Das war aber ein durchaus schwieriges Unterfangen. Im 4. Jahrhundert tobte nämlich ein Streit um die Trinität, besser bekannt auch als arianischer Streit. Arius bzw. Arius, gestorben 336, war ein Presbyter in Alexandria. Und er, wenn man das modern sagt, hat eine Alternative, zwar eine andere Trinitätslehre vertreten. Im Prinzip geht es um eine sehr komplexe Frage, die auch heute noch schwer zu vermitteln ist. Es geht um die grundsätzliche Frage, inwieweit das Christentum eine monotheistische Religion ist. Ist Christus, und das ist das Hauptproblem, göttlicher Natur oder ist er ein einfacher Mensch? Ist Jesus also das fleischgewordene Wort Gottes im Sinne des Logos-Diskurses? Diskussionen darüber wurden schon im 2. Jahrhundert geführt, besonders heftig in Alexandrien. Arius ging davon aus, dass es nur einen einzigen, höchsten und wahren Gott gäbe. Er vertritt also eine Lehre des reinen Monotheismus. Christus wird in dieser Lehre zu einer Schöpfung Gottes. Alle anderen also sind dann erst vom Sohn durch Gottes Willen geschaffen worden. Die heftige Auseinandersetzung entwickelte sich vor allem um zwei Punkte. Punkt 1 war, der Sohn hat begonnen zu existieren und ist also nicht mit dem Vater zusammen ewig. Und der zweite Punkt, der Sohn wurde aus dem Nichts erschaffen. Damit sagt er nichts anderes, als dass Christus mit Gott nicht wesensgleich sei und somit auch untergeordnet ist. Im Gegensatz dazu lehrt die restliche Kirche die Wesensgleichheit von Gott Vater, Gott Sohn und auch noch dem Heiligen Geist. Damit haben wir die Lehre von der Trinität, die sich im christlichen Denken nicht dem Monotheismus ausschließt. Die Trinität bedeutet, es sind zwar drei verschiedene Personen, sie sind aber derselben Wesenheit und Würde teilhaftig. Die Arianer hingegen ordneten Gott Vater an die oberste Stelle, darauf folgte dann Christus und ihm untergeordnet der Heilige Geist. Radikale Arianer sprachen dem Heiligen Geist sogar überhaupt keine Göttlichkeit mehr zu. Diese Auseinandersetzung hat die ganze Spätantike durchaus heftig geprägt. Innerhalb der christlichen Gemeinden war diese Auseinandersetzung so heftig, dass zahlreiche Kirchengemeinden auch zerbrachen. Es ist sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen. Es entbrannte also eine sehr heftig geführte theologische Debatte. Alle großen Theologen dieser Zeit beteiligten sich an dieser Debatte. Der Arianismus blieb dann bis ins 6. Jahrhundert hinein verbreitet. Man sollte ja auch nicht vergessen, dass fast alle germanischen Stämme, die eben die Lehre der Trinität nicht verstanden haben, diesen arianistischen Glauben angenommen haben. Einzig die Franken,
haben den römischen Glauben angenommen. Bis zum Konzil von Nicäa hat sich dann dieser Konflikt so weit aufgeschaukelt, dass extremer Handlungsbedarf bestand. Immerhin ging es um die Einheit, um die Lehreinheit der Christen selbst. Der Kaiser sah sich gezwungen, das auch einzufordern, denn er steht ja auch für die Einheit des Reiches. Und sollte jetzt dieses Christentum zu einer Religion des Reiches sein, musste es dementsprechend auch eine einheitliche Religion sein. Außenstehende konnten dieser Argumentation nur sehr schwer folgen. Konstantin selbst, der ja auch am Konzil anwesend war und durchaus auch einige Fragen klärte, er selbst hat diesen Streit als Detaildifferenz zwischen Philosophen abgetan. Das Konzil von Nicäa war allerdings nicht nur mit dieser sehr erheblichen Frage beschäftigt. Man einigte sich dann schlussendlich natürlich auch darauf, die Lehre des Arius zu verurteilen. Und das Ergebnis war dann eben auch ein verbindliches Glaubensbekenntnis, das in allen christlichen Religionsgemeinschaften bis heute verwendet wird. Und in diesem Glaubensbekenntnis wird dann auch die Trinität betont. Auf der Tagesordnung standen freilich noch andere Schismen und Fragen, vor allem auch der Kirchenorganisation. Auch Zuständigkeiten sollten besser geregelt werden. In diesem Zusammenhang wurden den Bischöfen bzw. Patriarchen von Rom, Alexandria und Antiochia besondere Vorrangstellungen eingeräumt. Jerusalem erhielt nur einen Ehrenvorrang. Mit dieser Maßnahme wurden die Metropoliten als übergeordnete Instanzen rechtlich abgesichert. Weitere Erlässe beschäftigen sich mit der Bischofswahl. Auch der Osterstreit sollte beigelegt werden. Ostern ist das höchste und wichtigste Fest des Christentums. Hier sollte natürlich auch ein einheitlicher Termin gelten. Es gab allerdings aus der Tradition einen gewissen Unterschied zwischen der römischen und der alexandrinischen Praxis. In Asien, im Osten, wurde der Termin sogar auf Basis des jüdischen Kalenders gefeiert. Das geht gar nicht, denn der Ostertermin sollte nicht mit dem jüdischen Pascha-Fest zusammenfallen. Festgelegt wurde nun auch etwas, das bis heute gilt, dass Ostern am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert werden soll. Allerdings ergab es durchaus auch noch ein paar Unterschiede, denn die Frage ist immer, wann der Frühlingsbeginn hergenommen wird. Und hier gab es durchaus noch ein paar unterschiedliche Handhabungen, denn Frühlingsbeginn in Rom war der 25. März und in Alexandria der 21. März. Schlussendlich, wie Sie wissen sollten oder jetzt wissen, hat sich aber der alexandrinische Stil durchgesetzt. Damit gilt der 21. März als Frühlingsbeginn. Deutlich wird am Konzil von Nicäa auch die Stellung des Kaisers in religiösen Fragen. Warum initiiert Konstantin überhaupt dieses Konzil von Nicäa im Jahr 325? Ja, es sollte bis zu seinem 20. Thronjubiläum geklärt werden, wie das Christentum ins Reich hineinpasst. Er berief als Kaiser dieses Konzil ein. Er ist also in dieser Zeit der weltliche Pontifex Maximus und es war sein Recht, Bischofsversammlungen einzuberufen, aber auch den Verlauf zu überwachen und die Durchsetzung der Beschlüsse zu gewährleisten. Dementsprechend befahl Konstantin dann auch die Teilnahme. Trotzdem kamen vor allem Bischöfe aus dem Orient, während der Westen unterrepräsentiert war. Konstantins Politik ist also durchaus auch machtstrategisch und kulturpolitisch erklärbar.